Ich kann mich noch gut erinnern, wie mein politisches Engagement begonnen hat. Es war genau hier im Paulinum. Mit Mitschülern habe ich in unserer selbst gegründeten Umweltgruppe Altspeisefette und Öle gesammelt. Daraus wurden Seifen wiederhergestellt. Heute heißt das Sammelsystem Öli und ist tirolweit etabliert. Es war ein Kampf, das einzuführen, so wie es immer Widerstände gibt, wenn man was Neues probiert. Auch gegen den Lufthunderter in Tirol und gegen den Ausbau der Öffis gab es zu Beginn Widerstand. Doch mittlerweile verkehren in Schwarz 9 Citybusse und für die Nachtschiene in Unterland habe ich mir als Landtagsabgeordneter persönlich ins Zeug gehauen. Jetzt ist das Angebot nicht mehr wegzudenken. Was wir in Tirol erreicht haben, das braucht es bundesweit. Ein österreichweit gültiges Ticket um 3 Euro pro Tag. Das wäre ein Meilenstein für die umweltfreundliche Mobilität. Auf dem Listenplatz 2, dem Kampfmandat, fühle ich mich ganz wohl, weil es zu dem passt, was mich eigentlich ein Leben lang begleitet. Vor 25 Jahren bin ich hier zum ersten Mal an der Seite von Bürgerinnen gegen den überbordenden Transitverkehr auf die Straße gegangen. Und ich werde mich auch die nächsten 25 Jahre dafür einsetzen. Es braucht die Mobilitätswende, das ist aktiver Klimaschutz, den ich mir damals als Junger erwartet habe und den jetzt die Jungen von uns einfordern. Für eine lebenswerte Zukunft und die Zukunft von uns allen. Dafür möchte ich Tirol nicht verlassen, sondern Tirol in Wien vertreten. Ich möchte meine Kompetenz in Umwelt- und Verkehrsfragen einsetzen. Und für die Leute. Mit den Grünen zurück ins Parlament.